Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung von Marcia Worms e.V. Die Flinze endete vor 763 Zuschauern mit 3:1 für uns Marcia. Und die Pressekonferenz wird Ihnen wie immer von Roro Motor Oil präsentiert. Ich begrüße recht herzlich hier oben Gästetrainer Thomas Hofer und unseren Trainer Christian Klibo. Und der Gast hat natürlich das erste Wort. Herr Hofer, bitte. Danke. Ja, erstmal guten Abend. Haben wir schon. Ja. Und Glückwunsch zum Sieg. Am Ende wie immer, wie die letzten drei Mal hier oben gesessen habe, am Ende war der Sieg sicherlich verdient. Wir haben alles versucht, was unsere derzeitige Mannschaft oder unsere derzeitige Konstitution hergibt, so lange wie möglich dagegen zu halten. Wir hatten nicht die beste Vorbereitung, sehr, sehr viele Probleme und gerade ja, am Ende wurden wir dann dementsprechend überrannt. Es war sicherlich, wir haben alles reingeworfen, wir haben das gebracht, was wir wollten. Wir wollten giftig sein, eklig, schwer zu bespielen, dem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen. Gönnen wir Worms den Aufstieg und den ersten Platz, aber wenn wir dann halt selber auf dem Platz stehen, wollen wir natürlich gewinnen und uns dementsprechend präsentieren. Haben wir gemacht. Und von daher bin ich auch zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wenn es dann auch mal ab und zu ein bisschen hitzig oder heiß wird, gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Habe ich mich vielleicht nicht immer ganz im Griff. Für mich ist am Ende des Tages dann wichtig, dann das doch nochmal richtig einzuordnen. Glaube, dass ich das auch gemacht habe. Dementsprechend, wie gesagt, der Sieg geht in Ordnung. Und ich wünsche Worms für die weiteren Spiele natürlich viel Erfolg. Und wir sind jetzt froh im Endeffekt, dass wir es geschafft haben, unter diese ersten sechs zu kommen. Wir hatten im Endeffekt tatsächlich gar kein so ein gutes Jahr, obwohl wir schon so viele Punkte für unsere Verhältnisse genommen haben. Von daher sind wir eigentlich froh, dass wir das geschafft haben und freuen uns jetzt dann gegen die ersten sechs Mannschaften aus der anderen Klasse zu spielen und werden auch da in jedes Spiel reingehen, um es zu gewinnen, was dann sicherlich auch Worms möglicherweise zugutekommen kann. Von daher wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und verspreche, dass wir in jedem Spiel Vollgas geben. Danke für deine Rufe. Christian, erstmal Glückwunsch. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, danke für die Glückwünsche, ja. Ich glaube, du bist auch der Rekordhalter, oder? Bei den Trainern, was gelbe und rote Karten angeht. Auch da Glückwunsch. Ja, also man muss eines wissen. Tiflen seit 6 Spieltagen ungeschlagen. Wiesbach geschlagen. Ja, im letzten Spiel. Sie haben vorne 2 Stürmer mit Posch und Hase. Gemeinsam in der Oberliga über 100 Tore. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist sehr erfahren. Ja, also sind mit die 2 besten Stürmer in dieser Liga und erfahren sind mit der besten Bilanz. Und uns war klar, dass wir heute gegen eine Mannschaft spielen, die sehr körperbetont spielt. Da tat uns natürlich der Ausfall von Jean erst recht weh, ja, weil wir wussten, dass der Hase vorne ein richtig gutes Kopfballtiming hat. Aber ich finde, Joshua hat es heute echt gut gemacht. Das war sein erstes Spiel, kam aus der Verbandsliga und hat gezeigt, warum wir ihn geholt haben. Und erstmal Kompliment für den Jungen. Wir haben es versäumt, in der ersten Halbzeit das Tor zu machen. Louis mit seinem Alleingang, ja, dann die Flanke von Simon, wo er aus 5 Metern übers Tor köpft. Also die Möglichkeiten waren da. Auch die Durchbrüche, Lennart, Fatih, wo wir einfach nicht den Mann gefunden haben. Und ich habe natürlich gehofft, dass der Knoten jetzt endlich mal platzt. Ja, weil wir doch auch in den letzten Spielen, vor allem im Vettersheim, das ein oder andere nicht verwerten konnten. Der letzte Pass war nicht gut. Und heute war es wichtig, ja, dass wir heute diesen Dreier holen. Ja, diesen Dreier für die Moral, für den Kopf und die Art und Weise, wie wir es geholt haben. Nach einem 1-0 Rückstand. Ja, und deswegen auch ein Riesenkompliment an die Einwechselspieler. Diese Mannschaft ist einfach intakt, hat Charakter, Herz ist ehrlich. Ja, da kam jeder rein, hat gefightet für den Nächsten. Ja, und wurden dadurch auch belohnt. Und das freut mich, das habe ich den Jungs auch nach dem Spiel gesagt. Und von daher war es dann am Ende auch verdient. Ja, mit einer tollen Moral und so wünsche ich mir das. Und das wird jetzt ein Vorgeschmack sein, was uns in den Playoffs erwartet.
genau dieses körperbetonte Spiel. Ja, und von daher müssen wir uns darauf auch gut einstellen. Und deswegen bin ich stolz auf die Jungs. Jetzt regenerieren wir und am Mittwoch kommt der nächste schwere Gegner. Vielen Dank. Dankeschön, Christian. Gibt es Fragen seitens der Presse? Ja, ich hätte eine Frage zunächst mal an den Thomas Hofer. Der Christian hat es ja gerade gesagt, Rekordhalter in Sachen gegen roten Karten. Ihr wart drauf und dran, den zum siebten Mal umgeschlagen zu bleiben. Habt dann in der Schlussphase auch durch diese Hektik den Faden verloren. Also sage ich zumindest so. War das mit ein Grund dafür, dass ihr dieses Spiel dann letzten Endes auch so verloren habt am Schluss? Das glaube ich nicht. Also wir haben erstmal ist ja irgendwann das 1-1 gefallen. Da war es im Endeffekt noch gar nicht so hektisch. Wir haben halt auch gemerkt, ja, bei uns schwinden die Kräfte. Wir konnten kaum noch Konter fahren. Der Gegner hat uns eingeschnürt. Und klar, mit den Fans im Rücken. Und es waren natürlich auch Entscheidungen dabei vom Schiedsrichter, da waren nicht immer alle damit einverstanden. Das war ja auf beiden Seiten so. Also es ist ja jetzt nicht so. Und das dann, ja, mein Gott, ich muss mal anders sagen. Also ich habe zum Beispiel zu Hause bei unseren Heimspielen meine Auswechselbank auch auf die andere Seite verlegt, damit ich mit dem Linienrichter überhaupt nichts zu tun habe. Weil es ist jedes Mal das Gleiche. Ja, also die nerven mich so kolossal und umgekehrt nerv ich die halt auch und jedes Mal krieg ich gelb. Und ja, also ich bin halt, ich sag's mal anders, ich bin mit Herz dabei, ich bin wie ein Vulkan, ja, und dann breche ich halt aus und will meine Jungs unterstützen, die geben Vollgas und das mache ich auch. Und ja, am Ende des Tages ist es mir aber persönlich wichtig, dass es dann doch nur ein Fußballspiel ist und dass wir dann hier sitzen können und uns darüber unterhalten können, wie bescheuert man sich da draußen verhalten hat. Ja, man denkt dann selber manchmal drüber nach und meine Frau, die war heute zum Glück nicht da. Ja, da schäme ich mich immer so ein bisschen am Ende des Tages. Es ist wirklich so, ja, da kommt man nicht so ein bisschen aus seiner Haut raus. Und okay, ne, das ist so mein Wochenende. Ne? Woche für Woche das Gleiche. Aber auch nicht erzählen, dass man Sport-Total-TV was nachgucken kann. Ne? Ja, genau. Also ich habe übrigens kontrolliert. 2-1 war tatsächlich regelgerecht. Auch das noch. Ich hatte noch nicht mal recht. Das kommt dann noch dazu. Und ja, alles gut. Ja. Ja, Christian, noch eine Frage. Alles gut, hat gerade der Thomas Hofer gesagt. Ich denke mal, für die Mannschaft natürlich auch dieser Brustlöser, das Tor, der Ausgleich. War das so etwas, so ein Punkt, dieser gordische Knoten, der da durchschlagen wurde? Weil er euch ja doch gerade nach dem Wechsel sehr schwer getan hat. War das so wirklich der entscheidende Punkt, dieser Ausgleichstreffer? Ja, mit Sicherheit. Ja, absoluter Wille. Und ich habe der Mannschaft auch in der Halbzeitpause gesagt, der Knoten wird platzen, weiterhin an das ganze Glauben, was wir trainieren, hart arbeiten. Und ich muss auch mal betonen, ja, unsere Offensivreihe, ich weiß nicht, ob irgendeiner von denen mal um einen Aufstieg gespielt hat. Also es sind junge Spieler. Ja, und von daher, bis auf den Alex, der ist 26, kannst du alle durchzählen, 19, 20, 21, 22. Sie spielen mit Herz, lassen das ein oder andere liegen. Mein Gott, ja, also wir belohnen uns trotzdem. Und das ist wichtig. Also ich möchte einfach diese Gier sehen. Wenn ich das sehe, ist alles gut. Und dann verzeihe ich auch den einen oder anderen Fehler. Am Ende des Tages nochmal nach einem 1-0-Rückstand gegen so eine biedere Mannschaft, die sehr körperbetont spielt und in der Topform war, nochmal das Ding zu drehen. So muss es sein. Gibt es weitere Fragen? Ich habe eine Frage. Du hast gesagt, so ein kämpftes Spiel war schon so ein bisschen Vorgriff auf die Aufstiegsrunde. Welche Erkenntnisse nimmst du mit, gerade aus so einer starken ersten Halbzeit und jetzt auch, wie du vorher gesagt hast, mit der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen geschwommen? Ja gut, erstmal gegen Diffeln werden wir ja nicht mehr spielen, aber in den Playoffs, das sind die besten Teams. Wir haben jetzt am Mittwoch noch ein schweres Spiel, das wird ähnlich umkämpft sein. Die Einstellung musst du da immer mitnehmen. Du musst wissen, dass du jeden Zweikampf so führen musst, dass du ihn gewinnen willst. Das sind die Basissachen.
Und am Ende des Tages haben die Jungs auch eine gewisse Qualität. Und ich hoffe halt immer, dass sie auch diese spielerische Leichtigkeit da mitnehmen. Und ich glaube, ich habe das auch im Trainerteam, auch mit Christian Adam auch besprochen. Ich habe schon in der Vorbereitung gesagt, wir werden diese 4 Nachholspiele brauchen, um unseren Rhythmus zu finden, weil es keine normale Vorbereitung war. Und deswegen zählen diese Spiele ganz viel, ja, auch vom Kopf her. Und jedes Spiel wird uns einen Schritt weiterbringen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich. Hofer, ich wünsche Ihnen mit Ihrer Mannschaft weiterhin alles Gute. Knüpfen Sie den Jungs von der Nordgruppe ein paar Punkte für uns ab. Und wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn es heißt, der Gegner FV Dudenhofen. Und das war die Pressekonferenz nach der Begegnung um Marzia Worms FV Tieflen. Sie wurde eben präsentiert von Rowe Motoroil. Tschüss.